Willkommen zum Video über CN Europe. Das ist die Plattform, auf der wir hier in den nächsten 6 Wochen zusammenarbeiten werden. Das ist die Startseite, wenn man sich einloggt. Hier oben links über CN Europe und auch über Home kommt man immer wieder auf diese Seite zurück. CN Europe ist nicht nur eine reine Lernplattform, es ist eigentlich, zählt zu den sozialen Medien. Man sieht hier auch die Posts der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenn man darunter scrollt, hat man eine Timeline, kann natürlich auch die ganzen Posts kommentieren der anderen und einfach in den Austausch treten bzw. hier oben einfach selbst einen neuen Post verfassen. Genauso ist es auch möglich für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Umfrage zu gestalten. Also wenn ihr zu einem bestimmten Thema etwa die Meinung der Community erheben wollt, einfach eine Poll erstellen. Außerdem könnt ihr auch Events anlegen, wenn das für euch in Frage kommt. Und diese Events werden dann auch hier oben im Kalender angezeigt. Neben diesem sozialen Aspekt gibt es hier die Lernplattform dann quasi. Also hier gibt es dann die ganzen Kurse drin. Die gibt es auch hier auf der linken Seite zu sehen. Es gibt auch vorgeschlagene Kurse. Ihr könnt euch grundsätzlich auch natürlich in anderen Kursen eintragen, die euch interessieren. Bei der Suche ist es möglich, nach anderen Mitgliedern zu suchen, nach Kommentaren, Posts zu suchen, nach anderen Kursen oder anderen Netzwerken zu suchen. Hier unter dem E-Portfolio gibt es für jede und jeden von uns eine eigene Seite zu bearbeiten, wo wir ein Foto einfügen können, einen Lebenslauf, ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Es gibt ein eigenes Video später auch noch zu diesem E-Portfolio. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Man kann sich auch gegenseitig folgen. Und was ich noch kurz erwähnen möchte, sind die Anal Seeds, also die Granatapfelkerne oder auch Punkte, die den Gamification-Aspekt hier ausmachen. Auf diesem Portfolio sieht man die Gesamtpunktezahl, die man in diesem Netzwerk, also in CN Europe, bereits gesammelt hat. Achtung für den DIMPA-MOOC Deutsch und auch für die DIMPA-MOOCs in den anderen Sprachen sind für die Badges bzw. das Zertifikat jeweils in dem Kurs 450 Punkte zu sammeln. Anal Seeds. Also es zählen nicht die im E-Portfolio, sondern wenn ich zum Beispiel auf DIMPA Deutsch hier klicke, sehe ich hier oben, wie viele Analseeds ich rein in diesem Kurs DIMPA Deutsch bereits gesammelt habe. Und das sind die Punkte, die zählen. Hier gilt es, 450 Punkte zu erlangen. Ist möglich, zum Beispiel, indem man eben Kommentare teilt oder Umfragen erstellt etc. Also einfach durch Interaktion auf der Plattform. Genau, das sind diese Punkte hier in der Mitte. Den Kalender, da gibt es eben verschiedene Events. Über das E-Mail, da kann man eben sehen, welche E-Mails verfasst wurden oder geschickt wurden. Und man kann auch selbst E-Mails verfassen hier. Dann gibt es die Glocke, das sind die Notifications, was eben passiert ist in letzter Zeit auf CN Europe. Und unter dem Plus kann man auch eben sehen, welche Personen einem nun folgen. Ganz wichtig sind auch noch die Einstellungen unter dem Zahnrad, wie zum Beispiel Passwort ändern. Ganz viele verschiedene Dinge gibt es hier. Was ich kurz sagen möchte, sind die E-Mail-Notifications. Grundsätzlich ist es nämlich so eingestellt, standardmäßig, dass man relativ viele E-Mails von CN Europe bekommt. Wenn man das nicht möchte, bitte einfach gleich zu Beginn hier umstellen. Ja, das war es jetzt auch fürs Erste zum Network. Sollte es Fragen geben, bitte jederzeit bei meiner Kollegin Gabi oder mir melden. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Vertrautmachen und beim Interagieren und Lernen auf dieser Plattform.